So, Buddies, liebe Grüße. Herzlich willkommen auf dem Sekt Plus Channel hier bei Fress dich fit. Ich werde euch heute zeigen, wie man schnell und zackig ein Porridge zubereiten kann und wo das Ganze auch richtig schön aussieht und super schmeckt. Viel Spaß dabei. So, Friends, wir fangen mit dem Porridge an. Kann man wunderbar zum Frühstück essen. Frühstück ist auch wirklich die wichtigste Mahlzeit. Das liegt daran, wenn wir die ganze Nacht geschlafen haben und wir keine Nahrung zu uns führen könnten, dementsprechend lernen sich die, ich sag mal, die Akkus mit den Kohlenhydraten und dem Proteinspeicher, ja? Umso wichtiger ist es, morgens direkt vollwertig zu starten, vollwertiges Frühstück in Form von Kohlenhydrate, mit ballaststoffreiche Kohlenhydrate und nochmal schnell verdauliche Proteine, ja? Um schnell nochmal die Akkus zu füllen. Und ich nehme mal hier direkt die Instant Oats. Wiege jetzt erstmal, ja, okay, so ein Mann wie ich, ich nehme jetzt mal so 100 Gramm morgens. So, wie gesagt, ich nehme 100 Gramm. Heute nehme ich auf jeden Fall einmal von diesem Geschmäcker. Ich habe hier Butterkeks oder Kirsche. Wir nehmen Sherry Sherry Lady. Ja, aber erstmal mische ich das. So, man sagt 5 bis 10 Tropfen. Ich rühre das Ganze lieber immer etwas länger, um das schön klumpfrei zu holen. Und jetzt mache ich hier nochmal einen dicken, guten Löffel eiweißneutral mit rein. Geschmack habe ich ja hier die Kirsche schon gewählt. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Protein nehmen. Ihr könnt auch direkt ein Protein mit Geschmack nehmen, ist euch wirklich überlassen. Ich weiß, Jungs, ihr flext gerne alle gerne im Gym, hier Keule zeigen und so weiter und so fort. Aber wenn ihr zu Hause auch so schön flexen könnt, ja, und den Darm sowas zaubert, Jungs, Endstation. Und ich mache das Ganze hier nochmal schön, zeige euch das, wie das geht. Und in der Hoffnung, dass ihr das Ganze schön nachmacht. Und da wir auch in der ganzen Nacht nichts getrunken haben, ist es auch wichtig, morgens auf seine Flüssigkeit zu achten. Und ich mache euch jetzt hier nochmal so einen Shake aus Kokosmilch. Dann habe ich hier nochmal Mango Maracuja. Und weil wir vorhin nur ein Scoop Whey Natural hatten, können wir hier nochmal nehmen und nochmal ein Scoop reinmachen. So, Friends, schnell und zackig ein leckeres, fruchtiges Frühstück hergezaubert. Natürlich auch mit den wichtigen Makronährstoffen. Macht das Ganze nach. Viel Spaß damit. Kochen ist das neue Feiern. Euer Sharo. Bis dann.